Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Azurlane Crosswave. Und ja, wir sind bei den Event Battles nach der Hauptstory. So, ich würde mal sagen, das ist einfach wie so ein Abschluss, dass die sich quasi jetzt alle verabschieden und so. Habe ich ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon geäußert. Ich habe aber eine Fehlinformation beim letzten Mal gesagt. Und zwar habe ich ja gesagt, dass Chimakaze im Mobile Game nicht auftaucht. Man hat mich dann eines Besseren belehrt, weil nicht in einem der Kommentare, sondern im Spiel selber, weil per Zufall genau zum Zeitpunkt gab es ein Event, wo Suruga, ich sag mal, mit einer Hauptperson war. Und sie lässt dann einen Kommentar fallen, was für mich zumindest auf Chimakaze gedeutet hat. Okay, sie wird erwähnt. Am Rande, nicht mit Namen, nur als Andeutung. Und es deutet auch ziemlich aufs Spiel hinaus, also auf das, auf Crosswave hinaus, also. Es war mein Fehler. So, wir machen aber jetzt hier weiter. Wir gehen zu Enterprise. Oh, und Enterprise fragt anscheinend, mit wem sie auch da ansonsten noch steht. Warum erhält denn nicht Eagle Union das nächste, die nächste militärische Übung? Von den Parteien. Hornet nennt sie Enti, okay. Meinst du nicht, dass es ein bisschen vorschnell ist, sagt sie? Und ja, es geht viel Verantwortung damit ein, sagt Yorktown. Okay, San Diego ist wieder, ich sag mal, so ein bisschen aufgedreht. Sie sagt auf jeden Fall, ja, bei sowas heißt es halt, wer zuerst kommt, mal zuerst, so nach dem Motto. Wir dürfen die anderen nicht uns übertrumpfen lassen. So, ja. Und Saratoga stimmt, glaube ich, San Diego ein bisschen so. Sie sind ja beides Idols. So nennen sie sich. Und Saratoga kommt zumindest immer so ein bisschen rüber als das Top-Idol, nenne ich es jetzt mal. Und sie sagt halt auch, ja, man muss immer halt alles geben, um der Beste oder die Beste zu sein. In jedem Punkt. Ja, und Enterprise sagt auch, ja, es wäre sehr schlimm, wenn die Cubes oder die Sirens das wieder ruinieren würden. Gut, die Cubes war jetzt nicht unbedingt, dass die es ruiniert haben. Die Sirens haben es halt. Die Cubes waren halt, ich sag mal, der Grund, warum das überhaupt stattgefunden hat, diese Übung. Und sie würde es gerne aber ein bisschen mehr im Stil von Eagle Union machen, was auch mal das heißt, um es aber halt ein bisschen, na, noch besser zu machen, die nächste Übung. Ist natürlich vom Prinzip her nicht schlecht, weil jede Fraktion hat halt so, ich sag mal, seine Wurzeln, indem man das dann verbinden könnte. Ist keine schlechte Idee. Ja, und Hornet fragt doch nachher. Du planst schon, ne? Und Yorktown sagt, ja, wir sollten erstmal unser Geld, unsere Finanzen angucken, halt, wie viel wir denn dafür überhaupt ausgeben können. Ja, und Enterprise sagt, ja, zählt Motivation nicht schon für irgendwas? Wir müssen denen halt zeigen, dass wir die Ersten sind, die es quasi nach Sakura Empire machen, diese Übung machen kann. Ja, und Saratoga hört dann daraus, ja, wir
nehmen den anderen Nationen die Courage, das zu machen. Also das könnte helfen. Und sie würde auch gerne ein Konzert haben. Also, wie ich eben schon gesagt habe, sie und San Diego sind Idols. Und ja, sie möchte gerne ein Konzert haben und das Ganze noch nach vorne bringen. Ja, okay. Also, Enterprise sagt, nee, wir reden da schon mit den anderen Nationen auch drüber. Die Argumente machen wir, unsere Argumente werden wir dann in der Planning, im Plan des nächsten Events einbringen. Das ist unser Weg, der Eagle Union Weg. Und Yorktown findet es schön und fragt, ja, könntest du mir das anhand einer Übung zeigen? Enterprise sagt natürlich, yep. Und der heutige Gegner ist... Ja, wer ist das bloß? Wie richtig, das sind mal wieder wir. Beim letzten Mal habe ich ja noch gewechselt. Ich glaube, ich hatte mich dann dafür entschlossen, die Gruppe so zu lassen. War das richtig? Sekunde, ich schau mal. Genau, das war das. Das war das mit dem Heil, genau. Was hatte sie? 20% stärkere Schüsse. Torpedos. Gut, Dings hat keine Torpedos. Ups, nein, das wollte ich nicht. Dings hat keine Torpedos sogar, aber das sollte kein Problem sein. Wir fahren halt auch hauptsächlich mit Shimakaze, deswegen. Okay, das ist gerade komisch. Die Musik, die da lief. Dann könnten wir mal ein bisschen die Flieger besiegen können. Okay. Oh, denn das Schiff hinter dem müssen wir auch besiegen, okay. Ja, okay. Kampffeld ist irgendwie hier klein, habe ich den Eindruck gerade. Zeitlich weiß ich jetzt gerade nicht, haben wir es geschafft? Nein. Ich habe irgendwie oft das Glück, dass ich das Pech, dass ich das mit der Zeit nicht schaffe.
Das ist immer das Problem, wenn der Gegner viele Flieger hat. Okay. Kein Quatschen. Wir holen uns Kisten. Oh, noch mehr. Von den Isoma-Dingern. Ich guck jetzt gerade nochmal, ob andere Kisten da sind. Ansonsten gehen wir noch kurz Akashi gucken. Und dann werde ich das auf jeden Fall nochmal auf S bringen, aber nicht in der Aufnahme. Welcher Kampf war das? Kampf 7. Warte mal, Kampf 1, 2, 4. Dann ist Portland wahrscheinlich hier dran. Ah ne, da war 3. Okay, ja, nee, das ist richtig. So, dann. Ja, okay. Dann gucken wir uns mal einmal an, was Akashi hat. Dieser Fehler. Ich finde, ich glaube, ich mache das lieber mit dem Kreuz anstatt mit. Mit dem Stick. Nur von Neptun. Könnte man sogar einmal kaufen. Aber nee. Ich habe vergessen, wir haben ja noch A-Punkte auszugeben. Wir haben ja noch A-Punkte. Hier haben wir 300 für Saratoga. Haben wir hier noch weniger? Nee, 300, 300. Doch, wir haben hier 200er noch. Dann machen wir die 200er zuerst. Wir haben mal gesagt, oder ich habe gesagt, ich mache nach den Punkten. Das heißt, wir holen uns hier die Deutschland. Okay. Gut, mehr Punkte haben wir nicht. Das heißt. Wir überlegen, oder ob ich das doch nochmal versuche. Nein. Nein, ich mach Schluss. Mach das jetzt außerhalb der Aufnahme. Einfach nur auf S bringen. Und dann gehen wir in den nächsten Kampf. Also, das war's für diese Folge. Bedanke mich fürs Einschalten. Wünsche noch einen schönen Tag. Und dann bis zur nächsten. Ciao, ciao. Shimakaze verabschiedet sich auch mal wieder.